Hallöte, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Ja, weiter geht's hier. Und wie ist hier unten? Uah, da fällt man runter. Kamera ein bisschen schwenken. Nee, und da ist nix. Und wie das Level schon sagt, ist hier Winky. Und zwar Winky ist dieser Frosch. Frogoggy, sozusagen. Oh, hier ist schon die... Was? Hä? Warum ist hier schon die Hälfte? That's very mysterious. Oh, und da oben ist etwas... Woohoo! Ein Geheimnis mit einem... Das ist so schn... Ist so schn... Und 30 Leben haben wir schon. Da fetzt die Bude, würde ich sagen. So Winky, auf und davon. So. Immer ein bisschen runter gucken. Ah. Nein, Winky! Ich wollte doch nur das Teil haben. Naja, egal. Was ist schon das Gear? Und... Oh, da ist schon das... War das alles? Hä? Okay, anscheinend ja. Okay, alles. Gut, sehr schön. Oh. Ding, ding, ding. Nicht so ein Scheiß. Ich hasse Loren-Level. Aber gut. Warum? Einfach, wenn es auch lustig sein kann, einmal in eine Lore zu fahren. Ich meine, ich hasse Loren-Level eigentlich, da ich ja ziemlich Probleme gehabt habe in Donkey Kong Country, Tropical Freeze, aber ja, man kann mich ja eines Besseren belehren und sagen, ja, Level sind in diesem Spiel very good, aber das wird sich jetzt zeigen. So, wir haben ja eh so viele Leben, dass wir ein bisschen fehlen können. Aber das seid ihr ja gewohnt. Also von dem her ist es ja nichts Neues. Aber zu viel fehlen will ich ja auch nicht, denn ich will euch ja nicht langweilen mit meinen Fails. So, rechtzeitig springen muss man da... Oh, da ist noch ein Guard. Okay. Okay, Speicherpunkt. Ach, du Scheiße. Das war gerade nicht so gut. Da hätte ich ein bisschen auf... Uah, aufpassen müssen, Donkey. Auf. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich habe mich jetzt eher auf den Punkt hier konzentriert. Mit den... G oder O. Oder auf das habe ich jetzt geschaut. Da habe ich jetzt ein bisschen... Oh, das war knapp. So, aufpassen. Aufpassen! Das war das N. Ja, das N. Und auf das N habe ich geschaut. Oh, boah, das war knapp. Aber Leben, aufpassen. Nicht zu knapp springen. Ah, oh, da muss man immer schauen. Ah, die kommen ja alle so schnell. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Der war zu schnell da. Aber zu schnell. Na gut. Donkey Kong! Auf geht's! Jetzt schaffen wir es. Heps! Heps! Hoppa! Aufpassen! Nicht wehtun! Nicht wehtun! Nicht wehtun! Ah, oh, Hilfe! Okay, ich hätte mir das Leben wiederholen können. Aber nein! So, ich richte jetzt meinen Blick abseits des Spieles, dass ich ja schnell die Teile sehen kann, wenn sie kommen. Ha! Okay, das war nix. Oh! Scheiße. Puh. Ist gar nicht mal so easy peasy, sophisticated look. Aber was soll man denn machen? Es gibt ja immer wieder lauter Schienen. Ja, Sachen. So, langsam springen, genau so.
Jetzt kommt gleich wieder so ein Loren-Heini. Na, und einer noch. Ja, das war echt so übermütig. Und das habe ich jetzt nicht gesehen. Ist das nicht toll? Ja. Ich muss einfach schauen, dass ich lang genug meine beiden Kumpels hier habe. Nicht einfach irgendwo dagegen springen. Oder so in der Art. So, leben. Nein, da kommen wir. So, jetzt kommen gleich drei. Einer. Zwei. Und da kommt auch einer, genau. Okay. Kong haben wir schon mal. Macht nichts, Donkey. So, oh, da kommt einer. Kommt da jetzt noch einer? Ja, einer. Zwei. Jetzt hätte ich gedacht, da kommt wer. Scheiße. Naja, macht nichts. Ist halt das Unmögliche, was wir möglich machen. Das Unfassbare. Was wir hier treiben. Kennt von euch einer noch X-Faktor? Also nicht X-Faktor, das Ding mit den Sängern, sondern X-Faktor, das Unfassbare. Das meine ich. Das war immer so ein cooles Ding, was mich früher mal angeschaut habe. Uah, aufpassen. So, da kommt einer, genau. Und jetzt spät! Ja, ich habe gesagt, spät springen die nicht früh. So, jetzt kommt gleich einer, genau. Da kommt auch einer. Uah, noch einer. Hä, wieso? Wie soll man denn das machen? Kann mir das jemand sagen? Dann muss man tück, 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 tück. Auf geht's, Donkey. Aber ja, wir werden das schon irgendwie packen. Ja, wie gesagt, X-Faktor, das Unfassbare. Damals mit sehr coolen Sachen, wie ich finde. Also am besten hat mir die Szene damals gefallen mit Jonathan Frakes, falls ihr den noch kennt, also dem Bärtigen. Das war irgendwie der beste X-Faktor, Mann! Und da muss man ziemlich knapp springen. Dass sich das ausgeht, so, da kommt einer, genau. Ja, das war jetzt blöd von mir, da bin ich zu spät gesprungen. Oh Mann, jetzt hängen wir schon fast 8 Minuten in diesem scheiß Level herum. Und ja, also ich habe früher immer ein bisschen mitgeraten, ja, was könnte stimmen, was könnte nicht stimmen. Und manchmal hat es gepasst, manchmal nicht, aber da hat jeder einfach sich seine eigene Meinung gehabt und wenn es vielleicht nicht so interessiert. Ach, Scheiße! Jetzt hätte ich den richtigen Zeitpunkt gehabt zum Springen. Toll. Okay, jetzt war ich ziemlich mittig. Ach. Das ist nicht gut, Gorbatschow. So, jetzt schaffen wir es. Denn wenn ich jetzt wieder den richtigen Zeitpunkt abpasse, dann habe ich vielleicht meinen Donkey wieder hier. Für die letzte heiße Phase. So, da kommt einer. Ah, dafür muss ich jetzt den Sprung richtig schaffen. Da kommt noch einer. Ja, jetzt habe ich den nicht gesehen. Meine Fresse. Alter Schwede. Ist denn das zu viel verlangt? Warum landet der dann nicht auf der Lore? Das verstehe ich nicht. Das ist nicht gut. Ach. Ich finde das nicht schön. Also, was lernen wir daraus?
Loren-Levels sind scheiße. Wer Loren-Level mag, okay, ja, der soll Loren-Level mögen. Ich mag sie nicht. Ein Fazit von mir. So, jetzt. Ja, jetzt wo ich beide habe, schaffe ich es nicht, oder wie? Weil beide zu fett sind wahrscheinlich, dass sie das schaffen kann. Aber nein! Ja, da kommt zwei, genau. Achtung, da kommt sicher wer? Ja, da kommt er. Huh. Oh, meine Güte. Sehr schön. Goldiger Buckel. Oh, hallo. Hallo. So, ist da oben was? Ist da oben was? Heuer! Okay, da oben ist nix. So, Force. Komm her, mein Force. So, das stellen wir jetzt kurz mal ab. Und ich will den Reifen hier haben. Vielleicht kann ich mit dem ja da hinten was anfangen. Schauen wir mal. Nee, oder? Heia! Heia! Okay, da oben ist ein Rumby. Ist da oben nur ein Rumby? Wahrscheinlich. Gut. Oh, abstellen. Heia! So. Was? Hier kommt man nicht rein. Oh, da ist auch noch so einer. Müssen wir immer aufpassen. So, was? So, da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Okay, da ist nix und da ist auch nix. Hm. Ich habe noch ein Fass. So, stellen wir das mal kurz ab. Befreien wir kurz den Donkey. Ist ja besser, glaube ich, wenn ich zwei Fässer habe. Da ist definitiv was unten! Okay, was ist das? Ah, okay, toll, jetzt habe ich verkackt. Egal, muss man nicht haben, Geheimnis entdeckt. Finish. So, jetzt gehen wir. Ach, du Kacke, das wollte ich jetzt nicht. Doofes Vieh. So, jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht mehr hoch, oder? Heia! Doch. Was ist das? Wie weit bin ich denn jetzt nach hinten befördert worden? Okay, hier ist das. Heia! Ist eh nicht so weit. So. Das ist das O. Ah, den Reifen kann ich mitnehmen. Okay. Für was auch immer. Vielleicht einmal zum Speichern. Okay. Okay, dann muss ich da rauf geben. Okay, da falle ich runter. Hoi! Ich will da rauf. Hoi! Hoi! Schade. Bananchen will ich schon haben. Und Didi will ich auch. So, vielleicht komme ich jetzt mit Didi da rauf. Das wollte ich jetzt nicht. Mal schauen. Okay, der Reifen ist jetzt weg. Okay, mit Didi komme ich hier. Dann hole ich jetzt kurz nochmal den Reifen. Was ist da oben? Da oben muss man loben. So, da ist ein Bienchen, da ist ein. Hm? Was ist hier noch? Ei, so ein Bösewicht. Stirb! So, da oben ist Donkey. Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Nix. Oh, ein Geheimnis? Okay.
Winky! Mark, den nehmen wir doch gleich mal mit. So, dann nach oben komme ich nicht mehr. So, was ist da? Nein, Winky! Toll, Winky ist weg. Danke. Weil ich unbedingt da rein wollte. Warum auch immer. So, wenn ich jetzt wieder reingehe, ist Winky wieder da. Okay. Man kann Winky immer wiederholen. So. Aber ich muss trotzdem ein bisschen aufpassen wegen den Geheimnissen. Ist hier irgendwas? Hi! Okay, da ist nix. Winky! Dich nehme ich schon mit. So. Fässer gibt es ja keine, oder? Ist das nicht toll? Ich passe nicht auf und dann springe ich runter. So, unten ist egal oder oben. Bleibt sich ziemlich egal. Aber Winky hole ich mir auf jeden Fall. Denn er kann dann auch sehr nützlich sein. Nützlich. Winky konnte nützlich sein. Nützlich. Quack, 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 quack. Stirb. So, ich habe mal gesagt, das ist nix. Oh! So, aufpassen, draufspringen da. Die Viecher, glaube ich, können wir ja besiegen mit Winky. Ja! Was mache ich für einen Scheiß? Was mache ich bitte für einen Scheiß? Halleluja. Badam, 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 badam. Papa Nähnchen wieder mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Winky wiederhole, dann falle ich wieder runter. Weil ich nicht genau schaue und auf Winky verlasse. Denn da ist er ja wirklich so, oh, ein Gras. Stirb. Okay, stirb 1. Stirb lang. Winky! Nein! Mein Gott, sie haben Winky getötet. Ihr Schweine! So, jetzt muss ich da ein bisschen aufpassen. Denn jetzt, wo Winky nicht mehr da ist, darf ich nicht mehr so übermütig sein. Ja, genau. So. Oh, ich wechsle lieber auf Didi. Das ist, glaube ich, sicher. Aha. Hä? Ist das schon das Ziel, oder was? Nee, das ist ein Reifen. Was will ich hier mit den Reifen? Hier gibt es keine Kiste. Vielleicht muss ich den Reifen einfach mitnehmen. Aha, ich weiß schon, für was ich den Reifen brauche. So, jetzt ganz vorsichtig da drauf rollen und in das Geheimnis springen. Okay, hier gibt es Bananchen und Bananchen und sonst nix und tschüss. So, und da ist das Ziel. Und? Ja, sehr schön. Alle Level geschafft. So, Rückzugsstation. Ja, die werden wir in der nächsten Folge machen. Passt eh schon. Dann haben wir 3 Level geschafft. Alles mit, alles mit Didi. Naja, macht nix. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.